Zurück in der Las Vegas Welt geht jetzt hier ins dritte Level und zwar ins süße Räderwerk. Also willkommen zurück zu Super Mario 3D World, wo Mario jetzt das süße Keks ähnliche Räderwerk darf. Das sieht halt echt aus wie ein Keks. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Sinn dahinter. So. Was? Wieso wurde ich da getroffen? Ich hab und hier gibt es eine Bumerangblume, sehr spannend. Eine Katze wäre mir hier lieber gewesen, weil die kann man wahrscheinlich überall raufklettern. Das wäre eine Katze gescheitert gewesen, aber naja. Dich besiegen wir auch. Habe ich so das Gefühl, dass da oben schon irgendwo ein Grünstern ist. Wenn ich da hochkommen würde. Ja, hatte ich recht. Aber bei der Bumerang hat das schon echt geholfen, weil es der war ja auch auf den Bumerang ausgelegt. Stern. Da oben ist auch was, aber da komme ich glaube ich auch hoch. Ja, das ist beabsichtigt. Einfach den Checkpoint mitnehmen. Okay, dann checken wir hier mal aus. Hier sehe ich jetzt eigentlich nichts. Zumindest kein Grünchen und kein Ziel. Naja, dann hoch da. Und keine guten Aussichten, aber rauf. So, ihr sterbt bitte, danke. Also schon, dass die nicht runterfällt, das hat nicht alles auch noch. Zack. Du kriegst auch einen Bumerang. Krieg ich dafür was, dass ich beide besiegt habe? Nichts. Besiege ich immer alle Gegner. Krieg ich aber wahrscheinlich auch nichts. Sehe ich mal an. Ah, okay. Dann gehe ich weiter. Da unten ist auf jeden Fall schon mal der Stempel. Da muss ich, sollte ich einfach hier runter. Perfekt. Da haben wir den Stempel schon mal. Ich hätte aber auch gerne hier noch die Bumerang. Vielen Dank. Okay. Muss hier auch schauen, dass wir alle mitnehmen und da unten ist schon wieder so eine Röhre. Ich will zuerst alle besiegen, bevor ich da runter springe. Gut, ich glaube hier habe ich schon alle besiegt, auf der anderen Seite aber noch nicht. Perfekt, dann schauen wir hier mal runter. Hier haben wir den zweiten oder dritten grünen Stern, aber ich glaube es ist eher der zweite, weil viel, wo man den dritten versteckt haben könnte, gibt es hier nicht. Offenbar ist die Bumerang noch verloren. Ja, perfekt, der zweite. Dann fehlt uns hier nur noch der letzte. Der müsste ja noch kommen. Jetzt geht's hier auch mal runter. Schau. Nein, zum nicht. Eine gute Idee. Keine gute Idee. Gut, dann schauen wir mal hier lang. Ich hoffe, da war jetzt nichts. Aber da unten sehe ich auf jeden Fall eine Röhre. Oh, oh, ich glaube, ich habe schon was verpasst. Hier ist auf jeden Fall schon das Ziel, aber ist hier vielleicht noch was? Sieht hier irgendwie so komisch aus? Hier ist doch noch was, oder? Nein, hier ist nichts mehr. Irgendwo da hinten war ja so eine. Ah, warte, kann ich da vielleicht longjumpen? Kann ich? Ah, ja, da hinten ist der letzte Grünstein, der Hase hat ihn. Okay. Dann habe ich den doch noch. Ich dachte, ich kriege ihn nicht mehr. Anscheinend habe ich ihn doch noch bekommen. Die Zeit mitnehmen, natürlich das ganze Geld. Und dann holen wir uns jetzt hier den. Oh, gehen wir da kurz in den Timeout. Aber ich bin nicht dann gestorben. Dann holen wir uns jetzt hier den Hasen. Mit den letzten Grünstern. Dann haben wir jetzt doch noch alles bekommen. Wo ich nicht mehr gedacht habe, dass wir alles bekommen würden. Und dann gehen wir jetzt ab ins Ziel. Wo komme ich raus? Ja, gut, das sollte ich auch noch locker die goldene Fahnenstange mitnehmen können. Perfekt. Ja, ging leichter als erwartet. Der letzte Grünstern da einfach ausprobiert, ob man da rüberkommt. Weil es gab ja nicht wirklich eine Röhre, wie man dorthin kommen könnte. Von daher ein bisschen riskant, aber es hat funktioniert. Wir kriegen einen Tod mit Bumerang bei Stempeln. Und dann geht's auf den Bowser-Zug wieder rauf. Sieht immer noch so gut aus. Der gefällt mir richtig gut. So, was haben wir denn hier? Sturm auf Bowser's Schergen-Express. Dann schauen wir doch mal. Und zwar Luigi stürmt den Express. Der Zug sieht so nice aus, immer noch. Ich glaube, er hat sich leicht verändert, habe ich so das Gefühl, weil es vorne ein bisschen anders aussieht. Ah ja. Oh, come on, dass ich mich da schon treffen lasse. Statt Luigi, du geh doch da hoch. Hab ihn. Oh, dass ich den noch bekommen habe. Oh, das war richtig knapp. Einfach so
Nein, bitte lass mich. Ach, was ist los? Und lass mich doch nicht treffen. Einfach so in die Richtung gelaufen, wo ich geglaubt habe, dass er ist. Und es hat irgendwie funktioniert. Lauf, 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 lauf. Lass mich nicht nochmal treffen. Das hat mir schon oft genug. Ich habe nur die Angst, dass ich alle Gegner besiegen muss. Zack, weg mit dir. Weg mit dir. Okay, dafür gibt's nichts. Jetzt hier in den Wassertank rein, da unten zum Powerblock. Bam. Oh, ich dachte, ich sterbe schneller, naja. Nein, was, wieso lass ich mich so oft treffen? Was ist denn das? Und dass ich damit auch durchkomme. Dann jetzt? Da ist eine Tür. Ich bin drin. Was? Wie mache ich das? Shit, ich lebe. Ich bin klein, aber ich lebe. So, wie, du tötest mich. Du auch. Hohoho, wie knapp. Geil. Echt. Okay. Schau mal, ob ich den Bosskampf noch überlebe, weil... Oh, das war so knapp die ganze Zeit. Wer ist es denn? Okay. Das war so knapp. Ich weiß echt, wie ich das teilweise überlebt habe. Oh, nein! Nein! Hier hoch, jetzt extra eine Katze holen müssen, dass ich den Stempel kriege. Perfekt, Stempel haben wir. Da unten war gar nicht so wichtig. Oh, nicht die Katze fliegen, ich hätte die Katze nämlich gerne noch. Dich besiegen wir. Dich auch. Letzten Grünstern. Letzter Grünstern wird gegönnt. Und ab zum Boss. Diesmal stirbt er. Diesmal habe ich nämlich genug Power-Ups dabei, dass ich den easy besiegen kann. Und ich weiß auch, dass er sich auch in die Mitte teleportiert. Ey, come on. Ich dachte, da ist einer links und einer rechts, aber nein. Da sind 8 oder so. Oder wie oft die sich dupliziert. Perfekt. Ja, es ist halt, wenn man halt weiß, dass sich auch in die Mitte dupliziert, dann ist der Boss gut einfach. Das hätte ich klein auch geschafft, aber ich wusste es halt blöderweise nicht. Aber gut. Dann retten wir jetzt hier. Ist hier überhaupt noch eine Fee? Oh, hier ist nämlich nicht mal eine Fee. Achso, ja, wir sind ja auch nicht beim Schloss, sondern beim Zug. Vergessen. Naja, egal. Wir haben so ein Ending, aber ohne Fee. Weil wir logischerweise beim Zug sind. Ich dachte schon wegen dem Feeling so, wir sind beim Boss, aber sind wir nicht. Weit entfernt sind wir noch vom Boss. Nicht die weit entfernt. Das war jetzt das dritte Level der Welt oder das vierte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall weit genug entfernt. Dann kriegen wir jetzt hier eine schöne Stiege. Schauen wir, wie die aussehen wird. Das sieht ganz lässig aus. Haben wir noch genug zu tun hier an Leveln. Hier haben wir das so. Oh, okay, ist unsichtbare Plattform. Und hier haben wir wieder ein Plessy-Level. Und ein Spielautomat, ich würde sagen, ich habe nicht mehr voll Leben, also gehen wir mal zocken. Könnt ihr in Las Vegas hier auch dazu? Deshalb hier rein. Perfekt. Ein Bumerang. Noch ein Bumerang. Noch ein Bumerang. Und. Oh, come on. Fast. Ist ja nur die. So knapp davor, wieder den Jackpot zu holen. Ich glaub, einmal habe ich den nur geholt, den Jackpot bis jetzt. Ich war immer so knapp dran. Naja. Egal. Dann geht's jetzt weiter zu dem unsichtbaren Wegelevel oder sowas. Was haben wir hier? Geheimnisvolle Pfade. Oh, das klingt richtig spannend. Hat man diese unsichtbaren Wege? Ja, komm. Geil. Gefällt mir. Das ist eine richtig coole Idee. Stirbst erstmal. Bumerang will. Oh, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Wir können so ein bisschen checken, wo dann die Stiegen sind. Zumindest so ein bisschen. Okay. Mit dem Stern werden die Wege also noch besser angezeigt. Hier
ging es jetzt, glaube ich, hoch, ja. Okay, merke ich mir, mit dem Stern werden die noch besser angezeigt. Oder mit einer Stampfattacke, glaube ich, auch. Oder kann ich... Ich kann touchen, aber touchen will ich nicht, weil touchen ist ein bisschen zu sehr gecheatet für mich zumindest. Okay, wir haben ja also so einen Kreis anscheinend. Okay. Schon ein bisschen angsterregend hier einfach jetzt nichts zu stampfen. Nein. Vielleicht sollte ich in die Richtung gehen, wo die Dinger rollen, aber das wird zu einfach. Okay, ich lebe noch. Ist halt echt so schreckhaft, einfach das so ins Leere zu springen. Gewöhnungsbedürftig. Aber hier gibt es direkt den neuen Bumerang. Okay. Okay, danke fürs Kollidieren. Jetzt weiß ich nämlich, wo genau der Weg ist. Und da hinten ist der Stempel. Perfekt, hier geht's rüber. Und hier einfach hoch. Stoß hier bitte mal an, dann sehe ich wieder den vollen Weg. Ich muss einfach nur besiegen. Dann leuchtet der Weg so ein bisschen. Perfekt. Hier lang, hier lang, hier lang. Das ist echt eine coole Idee. Okay, dann geht's einfach rüber. Und hier ist, müsste noch der dritte Grünstern drin sein. Perfekt, hier hoch. Und den Grünstern mitnehmen. Perfekt, dritter Grünstern-Stempel haben wir auch schon, damit haben wir alles. Jetzt nur noch irgendwie lebendig hier wegkommen. So, wieder ein bisschen Weg herzeigen. Perfekt. Close, close, close. Bitte close. Perfekt, okay, einfach hier und jetzt geradeaus. Perfekt, wir leben noch. Ziel? Ja. Ich bin damit zum unsichtbaren Weg anscheinend. Noch mehr? Nein. Perfekt, dann haben wir hier auch alles mitgenommen beim ersten Versuch. Ich muss schon sagen, das war echt eines der coolsten Level bis jetzt. Abgesehen von den Placey-Leveln, aber das ist auch eine richtig coole Idee, dass der Weg so ist. Nach und nach sichtbar wird. Sehr cool. Hier kriegen wir einen Kugelwilliers-Stempel und wie gesagt, der Stempelplatz ist schon fast voll. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt echt nicht mehr viel. Was hätten wir hier? Ein Tod-Level würde ich mal schätzen. Nein, ein Feenhaus. Würde ich sagen, wir machen das Feenhaus mal zuerst. Weil das geht schnell. Das holen wir uns kurz. Und ein weiterer Stempel gehört damit uns. Und wieder eine Fee. Bisschen eine versteckte Fee. Naja, dann gehen wir wieder. Ciao, ich danke für den Stempel. Und wir machen es vom Acker. Dann geht es jetzt rüber in dieses eine Plessy-Level, was wir vorhin schon gesehen haben. Und zwar windende Wassergänge. Okay, klingt spannend. Luigi. Ach so, da scheint das Wasser anscheinend immer rauf und runter zu gehen. Spannend. Aber hier oben scheint nichts zu sein. Okay, dann gehen wir mal den Schwanzsprung hoch. Ah, das Wasser geht also auch anscheinend so noch unten. Sieht richtig spannend aus. Aber hier kann man mit Schwanzsprung auch viel machen. Okay, da oben ist der Stempel. Da warten wir kurz, bis das Wasser wieder hochgeht, und dann nehmen wir uns den mit. Das unter Wasser kann ich hier den Bumerang werfen oder so. Ich dachte nur, ich kann das nicht. Warum auch immer. Okay, da oben geht's weiter. Deshalb. Nein! Ich wollte gerade sagen, deshalb schauen wir nach unten. Was oben weitergeht. Och, ja, wie oft will ich mich denn noch treffen lassen hier? Für nichts. Doch, Pilz. Hat sich also überhaupt nicht gelohnt, darunter zu schauen. Na, dann checken wir halt hier noch, was abgeht. Hier kann man ja wieder Wandsprung drauf machen. So ein Vorteil, so springen zu können wie Luigi. Da oben ist auf jeden Fall ein Grünstern. Gut, dass ich noch eine Kette dabei habe. Ich glaube, da kommst du normalerweise mit dem Wasser hoch, aber ich will jetzt nicht aufs Wasser warten. Von daher nehme ich den direkt mit. Oder wie hoch kommt das Wasser? Warte ich noch mal kurz. Ne, du kommst da nicht hoch. Okay, da brauchst du anscheinend wieder mal eine Cat. Aber hier ist jetzt die Plessy-Passage.
Kann ich auschecken? Nee, ich dachte, ich kann auschecken. Der aber anscheinend steht hier nur da, um Blessy Gesellschaft zu leisten, wenn ich noch nicht da bin. Alles klar. Stempel haben wir schon. 2 Glühsterne noch. Die wir auch mal alle mitnehmen. So gut wie es geht. Das war schon die ganze Blessy-Passage. Kamera kann ich nicht drehen, kann ich zurück. Nope, kann ich nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Ansonsten würde ich hier gerne nochmal raufklettern. Weil hier scheint was. Ja, da ist ein Grünstern. Und das müsste der zweite sein. Perfekt. Auf der anderen Seite habe ich glaube ich auch noch was gesehen. Hier kann man nämlich auch noch hoch, oder? Aber ich glaube jetzt nichts. Nein. Hier will ich oben bleiben. Okay, egal. Da wird schon nichts sein. Wenn da gerade das Grünstern war, ist das sicher nichts. Wieso bewegt sich nicht das Wasser? Diesen bewegen sich diese Stacheln auch sehr spannend. Cat will ich eigentlich nicht verlieren. Daher, ja gut, hier gibt es die zweite Cat. Hier oben. Nope. Perfekt. Was haben wir denn hier in Bewegung des Wasser? Ja. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Nein, doch nicht ganz hoch, wieder runter. Complicated. Nein! Oh oh. Nein, nein, nein! Nein! Hätte ich da ausweichen sollen? Und dann hier, glaube ich, oben drüber. Sonst geht sich das nämlich niemals aus. Hier oben ist der letzte Grünstern in einer Wolke. Perfekt, gut, dass ich die Kette noch hatte. Dann haben wir hier nämlich auch alles geschafft. Und mit der Katze sollten wir auch eigentlich easy an die goldene Fahnenstange kommen. Bam! Ist so auf Katze ausgelegt. Das war knapp. Fast verreckt. Beziehungsweise fast runtergefallen. Perfekt. Da ist auch der letzte Grünstern. Das Hi. Oh, ist noch nicht mal zu Ende. Ich dachte, da wird noch was kommen. Ah, okay. Ja, gut. Da ist nicht mehr das Ziel. Ja, jetzt lass mich hier noch auf die oberste Plattform rauf. Und dann ins Ziel. Ja, gut, dass ich die Katze habe. Sonst wäre ich das nämlich nicht ausgegangen. Dann wäre ich wahrscheinlich auch anders gesprungen. Aber naja. Gut, dass ich die Katze hatte. Hier kriegen wir so eine Kaulquappe oder was auch immer das ist als Stempel. Schön. Und dann geht's jetzt für uns ins Gruselhaus, oder? Was ist da unten? Vielleicht ein Röhrer oder sowas? Das sieht mehr nach Level aus. Ein Toadhaus, okay. Dann geht's jetzt ins Gruselhaus, weil ich habe aktuell 2 Items. Und zwar ein Licht im Dunkeln. Klingt auch spannend wieder mal. Und zwar mit Mario. Okay, oh, was ist das? Oh, das ist so eine Lichtbox, I guess. Oh, damit kann man sogar besiegen. Wie viele Coins hier möglich aus? Ich bin schon. Nein! Das ist Luigi-Stempel. Willst du mich verarschen? Gut. Wir holen Luigi. Mann, ich hasse diese Stempel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Ich hasse es immer noch. Ach, das ist so einfach noch, dass du noch mal ein bisschen länger spielen musst. Ach, Mann. Okay, dann machen wir es mit Luigi nochmal. Aber ihm leuchtet es grün. Sehr cool. Vielleicht sogar in verschiedenen Farben. Ist der Mario rot geleuchtet? Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, ist aber cool gemacht. Komm schon. Kannst du bitte sterben? Danke. Das ist echt cool gemacht. Jetzt geht's hier rüber. Dann kürzen wir hier ab. Nein! Nein! So knapp! Oh! Ich bin um Millimeter bin ich nicht hochgekommen mit ihm. Och man, komm schon. Das war so close. Laufen nicht, ne? Hier rüber zu springen und zu Stempel zu getten. Stempel.
mal eher näher dieser Wand. Ah, jetzt hier noch den Grünstein holen. Geschenkt eigentlich wegen dem Spiegel, aber naja. Wäre ohne Spiegel, glaube ich, echt gut versteckt gewesen. Ohne Spiegel war ich ein bisschen zu gemein. Weil das halt nicht wirklich wissen kannst, dass da was ist. Dass der doch gestorben ist. Also sterben bitte, danke. Was gibt es denn hier Schönes? Tanuki. Glaube ich sogar ein bisschen besser als die Katze. Mann, jetzt wurde ich da nochmal getroffen. Ist hier oben noch was? Ist doch sicher noch was, oder? Okay, da ist nichts mehr. Dann geht's in die Tür, die Katze hebt wieder auf, falls nochmal solche Situationen kommen wollte, am Dach es sein könnte. Hier vielleicht? Nope. Okay. Was haben wir denn hier? Aha, einen Aufzug. Ja. Oh, Alter, wie gruselig das aussieht. Das ist Quizbox. Oder wie auch immer das Teil heißt. Perfekt, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Ja, Boost besiegt. Alles klar. Mit der Lampe halt relativ easy. Perfekt. Oh, dass ich die gesehen habe, war gut. Okay, ein Grünstern fehlt mir noch. Okay, wir haben hier viele Türen, wir beginnen mit der. Ah, alles klar, die bringt mich in die Mitte. Was machst du? Okay, und die wird mich wahrscheinlich ganz rechts hinbringen, nehme ich mal an. Ja. Okay, dann nehmen wir die. What? Hat doch gerade funktioniert. Na egal, ich kann abkürzen. Dann geht jetzt in diese Tür rein. Die bringt mich nämlich weiter. Hier immer die Ecken abchecken, da ist sehr gerne mal was versteckt. Jetzt haben wir anscheinend hier so eine leicht durchlöcherte Plattform. Mit leicht meine ich extremst. Okay, die Hälfte verschwunden. Schön, alle Gäste mitnehmen. Der letzte ging auch ein bisschen langsamer weg. Okay, da hinten ist der auf jeden Fall der letzte Grünstern. Powerblock. Nein, ich habe eine Lampe verloren. Gar nicht gut. Jetzt wird das Level nämlich ein bisschen schwieriger ohne Lampe. Geh down. Einfach weg, einfach weg, einfach weg. Okay, das ist jetzt kompliziert, dahin zu kommen. Zeit noch, macht zu. Ohne Treffer. Perfekt, dann haben wir alles. Dann müssen wir uns nur noch schnell ins Ziel. Das ist da unten. Das ist doch sicher wieder eine Farce, oder? Nein, nicht einmal! Das ist sogar das echte Ziel. Nice, dann haben wir auch wieder alles mitgenommen. Aktuell läuft ziemlich gut, abgesehen von den einmal Level neu starten, weil ich kein Mario hatte, und das einmal sterben mit Luigi lief ganz gut. Hier haben wir einen auf die Fresse gefallenen Mario anscheinend. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Da ist jetzt wahrscheinlich das Rätsel aus, nehme ich an. Oh, was ist da? Okay, da haben wir so einen Lava-Würfel anscheinend. Aber ich will zuerst das Rätsel ausmachen. Auch wieder mal schon eine schöne Übersicht. Und da geht's hier klein raus im Rätselhaus. Das klingt mir so, als wäre das so ein Katzenrätselhaus irgendwie. Jetzt klein raus. Jetzt switche ich immer lieber zur Katze. Ich glaube, das eine gute Entscheidung war. Ja, das war eine gute Entscheidung. Weil ohne Katze kommst du nicht hoch. Perfekt. Erster Stern ist. Oh, ah ja, stimmt. Ich muss weitergehen. Ich dachte, ich bin es gewöhnt, dass ich automatisch teleportiert werde. Scheint echt so ein Katzenrätsel aus zu sein. Dann nehmen wir auch diesen Stern hier mit. Und weiter geht's. Okay. Aber bis jetzt sind die Sterne echt geschenkt. Noch schwerer. Bis jetzt ist es nämlich echt geschenkt. Ah, okay, jetzt haben wir das erste Level, nur halt wahrscheinlich ein bisschen weiter höher klettern. Ja, da oben ist der. Schnell, Beat, schnell. Immer schon ein bisschen schwerer, aber immer noch viel zu einfach. Aber dass wir in der Bowser-Welt sind. Schneller.
dafür sind die nämlich echt geschenkt. Zumal schon ein bisschen anspruchsvoller, aber auch noch nichts Schweres. Damit fehlen uns jetzt nur noch drei. Okay, diesmal müssen wir schon in die Mitte. Sollte jetzt aber auch noch kein großes Problem darstellen. Perfekt. Zwei Stück noch. Okay. Einfach Powerblock hitten, dann ist alles weg. Und der letzte. Oh, okay, was passiert hier? Ah, okay, die Plattform scheint runterzufallen. Wo ist der Stern? Puh! War schon bei Null, aber es hat irgendwie noch gezählt. Ah, das war schon knapp. Ich nehme alles zurück über die Schwierigkeit. Zumindest das letzte war schwer. Der Rest war echt geschenkt. Das letzte war schwer, sonst eigentlich alles ziemlich geschenkt. Gibt fett Sterne, ich glaube 10 Stück waren, dass ich mich nicht verzählt habe. Dann gehen wir jetzt noch zu diesem Würfel in der Lava oder Lava-Würfel oder was immer das war. Und zwar Wumpel-Inferno, das machen wir noch. Ich glaube, das müsste dann eh schon das vorletzte Level vor dem Castle sein. Mit Toad. Hier oben scheint schon mal nichts zu sein. Okay, was machst du? Machst du irgendwas? Ja, du machst was. Du machst was. Okay, das wird doch... Nein, ich wollte zu Tanuki wechseln. Weil der hier, glaube ich, wesentlich besser ist. Und ich sollte nicht springen. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich runterfalle, so viel höher. Okay, das Level ist echt schwer. Ja, das ist verdammt schwer. Dahin. Hinten ist auch schon der erste Stern. Perfekt. Hier schauen, dass man nicht getroffen wird. Und einfach im richtigen Takt über diese Würfelkante laufen. Sonst ist es eigentlich ziemlich einfach. Perfekt. Hier gibt es einen neuen Tanuki. Was haben wir denn hier? Hammerbilder, die sind relativ einfach zu besiegen. Hier hoch, da hoch. Checkpoint. Dann hier unbedingt nächsten beginnen. Okay, der rutscht und rollt nicht mehr. Aber hier rollt er weiter. Das seid ihr wahnsinnig, dieser Stempel. Aber ich sollte jetzt hier wieder aufspringen können. Perfekt. Der Stempel war richtig hart. Gerade noch so hinbekommen. Jetzt wieder rüberlaufen. Okay. Mit Tanuki kann man jetzt schon ziemlich lange fliegen. Den Tanuki würde ich gerne behalten. Wenn das leicht geht. Ich habe die Münze nicht mitgenommen. Ich habe sie zwar ultra. Ich glaube, ich habe sie nur ultra knapp nicht berührt. Aber okay. Ein Stern fehlt noch und ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich am Ende des Levels. Ich glaube, das ist schon der finale Würfel oder so. Wieder so ein unförmiger. Und jetzt? Jetzt stellt er sich auf. Puh. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Mitläufer. Gib mir den Stern. Hab ihn. Wohin? So hoch. Puh. Okay, jetzt hier rüber. Jetzt diese Richtung aufstellen. Die anderen sterben jetzt, ich aber nicht. Ich bin nämlich besser. Jetzt sollte es nicht noch einmal aufstellen, ja genau. Oder nein, es geht noch weiter, er fällt. Und ich werde die goldene Fahnenstange nicht kriegen. Nein, ich darf das jetzt nochmal spielen. Oder warte. Spin Jump. Hier hoch. Oh! Verdammt gut gelöst, dass sich das ausgeht. Okay, das merke ich mir. Wenn du da eine Wand ist, kann man also von unten auch raufkommen. Aber ich weiß nicht, ob man dafür einen Tanuki braucht. Alter, war das gut. Da bin ich jetzt schon stolz auf mich irgendwie, dass ich das hingekriegt habe. Da bin ich schon echt stolz. Okay, damit ist das Level auch abgeschlossen. Das nächste müsste jetzt eigentlich eh schon das Schloss sein, oder? Hier gibt es eine fette Treppe. Nein, auf der Seite haben wir nochmal was. Und zwar ein Zirkuszelt. Nein, zwei. Zwei Zirkuszelt.
Leute. Und dann geht's erst ins Schloss. Und wir sind schon fast beim Endboss. Was sieht echt geil aus. Und zwar Boss Bluviarius Zugabe. Und von Tischel schlägt zurück. Aber die beiden gibt's im nächsten Part. Lasst dafür gerne ein Abo da, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Sonst bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.